Einen wunderschönen guten Tag. Da ist die Kamera. Hey, ihr Lieben, wir sind ja jetzt langsam in eine Zeit gerutscht, wo man überlegt, was tun wir denn jetzt? Machen wir weiter? Machen wir nicht weiter? Wird gelockert? Wird nicht gelockert? Lockert Thüringen? Lockert Thüringen nicht? Lockert Sachsen mit? Sachsen lockert nicht mit? In Hessen darf man tanzen, in Baden-Württemberg darf man nicht tanzen. Eigentlich ist das alles ein bisschen bescheuert. Ich möchte euch nur mal an einem Beispiel erklären, was uns Kunst- und Kulturschaffenden unter anderem, aber auch die Tanzschulen mit betrifft. Vielleicht kann mir es einer mal richtig erklären. Ich meine, ich bin ein einfacher Frankfurter Bub. Ich bin ein Tanzlehrer, ein Schauspieler, ein Sänger, ein Entertainer. Ich mache Comedy. Ich bin Stadtverordneter der SPD und darauf bin ich stolz. Und ich bin jetzt nur ein kleiner Stadtverordneter. Ich bin jetzt kein Dezernent, ich bin kein Minister, ich bin kein Oberbürgermeister. Ich verstehe nur manche Gedankengänge nicht ganz, die da oben in den Köpfen von einigen rumschwirren. Ich will euch das nochmal zeigen. Das hier ist ein Theater in Velden. Das sind 460 Quadratmeter und 46 Besucher sind erlaubt. So würde dieses Theater bestuhlt sein, wenn man jetzt aufmachen würde. 46 Personen in einem Theater, ja, sagen wir mal so, damit hast du vielleicht am Abend die GEMA bezahlt, aber noch keinen Schauspieler, keine Miete, keinen Strom, keine Kosten, keine Tantieme, nichts. Jetzt als Unterschied. Der Airbus A320 mit das Rote sind Erlaubte. Das ist erlaubt in einem Airbus. Das sind 186 Personen, 0,5 Quadratmeter pro Person zulässig. Und im Theater, im Velden, sind 10 Quadratmeter pro Person gefordert. So, und jetzt erklärt mir das mal. Jetzt erklärt mir mal, warum ich in einem Airbus eng 10 cm Abstand zum nächsten Idioten sitzen darf. Und das mit insgesamt, Moment, ich guck noch mal nach, 186 Personen. Während ich in einem Theater, und das über Stunden, wenn ich fliege, vielleicht 4-5 Stunden, und dann in einem Theater, wo ich 45 Minuten sitze, dann ist Pause, und dann nochmal vielleicht 30 Minuten sitze, dann ist Schluss, nebeneinander, vielleicht mit Maske, warum ich das nicht darf. Das möchte ich mal richtig erklärt haben. Und dann stellt sich mir die Frage, warum das so ist. Wenn unsere Regierung die Kultur und die Kunst abschaffen will, dann seid ihr auf dem besten Weg. Und dann, ja, dann sind wir halt nicht mehr da. Und dann habt ihr auch nichts mehr zu lachen, ihr wisst nicht, wo ihr abends hingehen könnt. Aber macht ja nichts, ihr könnt ja dann immerhin mit dem Airbus vielleicht in ein anderes Land fahren, wo es noch Theater gibt.